Hi. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Es geht nochmal auf Ground Zero mit einer Shotgun. Ich weiß jetzt ungefähr, wo die Weinflasche sein könnte, die ich im letzten Raid nicht gefunden habe. Schauen wir mal, ob ich sie dieses Mal auch finde und rauskomme. Ja, und ab in den Raid. Shotgun, Shotgun im Regen. Oh Gott. Okay, ich muss zu diesem dämlichen Spirituosenladen und mir da jetzt diese Weinflasche. 20 Minuten Wartezeit, 3 Minuten tot. Ja, natürlich. So funktioniert Tarkov, Raraf. Lass mich da jetzt rauf. Danke. So, welche Ausgänge habe ich denn? So. Sobald ich diese Flasche habe, ist alles easy. Bist du die richtige Flasche? Ja, danke. Mein Gott, die hätte ich auch das letzte Mal finden können, ne? Aber nein, der Tassilo irrt in diesem Laden rum und hat keine Ahnung, wo er hin soll. Hab keine Ahnung, Rarafia, ja, das kann gut passieren, dass wir in 3 Minuten tot sind. Oder ich, besser gesagt. Die guten Croutons. Oh, armer Skeff. Unbekannter Gegenstand. Ah, Full Metal Jacket. Munition. Wo geht's eigentlich hier runter? Das gucke ich mir jetzt mal an, auch wenn ich jetzt gerade den Wein gefunden habe. Und es vielleicht keine gute Idee ist, jetzt auf Erkundungstour zu gehen, sondern es besser wäre, wenn ich einfach spiele mit dem Chat zusammen. Ja. Gibt's voll das Kellergewölbe noch. Eine Pistole. Hä, what the fuck? Hier geht's ja wirklich voll lang. Wo komme ich jetzt hier raus? Wait. Bin ich gerade hochgegangen? Ich bin doch nicht. Bin ich hochgegangen? Ich bin doch gerade keine Treppe nach oben gegangen. Okay, Moment. Wo bin ich? Lol. Okay, ich war. Hier bin ich gespawnt. Okay, alles klar, einmal im Kreis gelaufen. Let's go. Die Flasche. Ey, vorhin habe ich sie gar nicht gefunden. Das ist jetzt schon der zweite Versuch, sie zu finden. Also. Joker. Keine Angst. Läuft nicht immer so. Wobby, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Freut mich.
bin jetzt hier natürlich wieder mit einer Shotgun rein und habe vergessen, eine Pistole mitzunehmen. Müsste mir einen Scav schießen, um zumindest irgendwas auf Entfernung zu kriegen. Wobei, ich habe gerade die TT gefunden. Da ist ein Magazin drin. Wir gehen jetzt mit der Pistole snipern. Los geht's. Fünf Schuss. Fünf Schuss zum Snipern. Let's go. Erstmal die Scheiben kaputt schießen. Da hinten, den will ich nicht anschießen. Ah ja, guck mal, da sitzt einer. Oh, 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 okay. Vielleicht vergessen wir das doch wieder. Wir haben mir beide Arme kaputt geschossen, die Schweine. Erstmal wieder zusammenflicken. Oh shit. Bin fast tot, ey. Mit was hat er mich denn da getroffen? Heiliger Strohsack. Da schießt immer noch jemand in meine Richtung. So, jetzt darf ich erstmal keine heavy, schwere Blutung mehr kriegen. Will ich jetzt nochmal da rausgucken? Nee. Wäre eine saudumme Idee, ne? Jetzt da nochmal rauszugucken. Wow! Und er hat mich schon wieder getroffen. Was ist denn das für einer? Sag mal, hackt's eigentlich? Aimbot am Start. Will hier weg. Diesmal hat er von da irgendwo geschossen. Ich will hier raus. Ja, ich sehe euch. Weg hier. Lasst mich bitte in Ruhe. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Hier ist nichts. Niemand. Ah, ich will hier rein. Danke. Hier ist keiner. Hier ist niemand gerade in dieses Gebäude gerannt. Ihr habt nichts gesehen. PMC, der will mich. Ja, aber sowas von. Oh, Alter, okay. Okay, jetzt muss ich rennen. Jetzt wird's eng, weil ich habe nämlich nichts für die schwere Blutung. Ich probiere noch schnell, ob ich das damit ein bisschen patchen kann. Nein, kann ich nicht. Okay, los geht's. Einfach raus. Einfach raus. Oh oh. Und tot. Oh shit. Oh.
Joker, das könnte sein, dass ich es damit hätte fixen können, ja. Das ist ein Scav gewesen, der mich hier am Ende erwischt hat. Das war ein wilder Raid. Leider hat es nicht geklappt, die Weinflasche rauszubringen. Das war jetzt ein sehr kurzer Raid. Ja, Bonus, Scav Run. Hinten dran, an die eine Aufnahme. Factory, Schrotflinte im Scav. Let's go. Ich wusste jetzt im vorigen Raid auch gar nicht genau, wo der Ausgang ist. Ich wusste nur, dass ich ungefähr in der Richtung einen Ausgang habe. Das heißt, ich hätte auch noch Glück haben müssen, diesen Ausgang zu finden. Aber ich glaube, dass da am Straßenende, dass dort direkt mehr oder weniger der Ausgang ist. Oder in der Treppe dahinter, also über die Straße, von der Position, an der ich jetzt gestorben war, über die Straße, links in eine Tür rein und dann runter die Treppe. Dort ist, glaube ich, ein Ausgang. Jurek Rolewik oder Jurek Wolewik. Der Scav. Let's go. Bisschen Ausrüstung. Es geht nur darum, ein bisschen Ausrüstung zu sammeln. Was ist das? Kupfer, Sabot. Oh Gott, kann ich hiermit überhaupt. Oh doch, du bist eine Slug. Das könnte schmerzhaft werden für die Gegner. Jetzt sind wir aber natürlich Scav-mäßig unterwegs. Jetzt hier ein PMC finden. Und dann auch noch unterscheiden können, ob das ein PMC oder ein Scav ist. Hallo? Ist er unten oder oben? Ich glaube unten. Ich höre überall Steps gerade. Da hinten ist einer. Du bist ein Scav. Ihr seid PMCs. No! Ah, oh, shit. Ah, ja. Gut. Schnell mal Ausrüstung holen. War wohl nix. Leider. Danke fürs Einschalten, YouTube. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ah.